Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Heute mit der nächsten Höhle hier im Höhlenguide. Wir sind immer noch im Z1 Sektor. Das ist jetzt heute die, lass mich nicht lügen, ich glaube vierte von den fünf Höhlen, die irgendwo eigentlich auch hier jetzt gleich sein sollten. Obwohl ich hier eigentlich gar nichts sehe, wo eine Höhle sein könnte. Aber sie soll hier irgendwo sein. Moment, ich glaube, doch, da ist was. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall eine Höhle, so wie es aussieht. Oder eine Art Höhle. Ne, hier geht es weiter runter. Okay. Definitiv befinden wir uns hier in der Höhle. Die ist... Der Höhle war ich noch nie. Die habe ich noch nie gesehen. Das ist irgendwie eigentlich doch clever gemacht. Okay. Sind sie gerade ziemlich nice. Ihr habt hier natürlich auch eine Kiste drin. Oder mehrere Kisten sogar. 80 Gerät geht es natürlich auf jeden Fall gut. Oder auch natürlich, wenn ihr eine Lampe dabei habt, sollte es eigentlich relativ gut gehen. Hier wäre ein Schloss drin. Ich denke mal, diese Höhle würde sich auch auf jeden Fall gut eignen, um Base zu bauen. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, ob es funktioniert. Wir schauen jetzt einfach mal. Hier unten müsste man auf jeden Fall irgendwann eine Fahne setzen können, ja. Man kann hier definitiv eine Fahne bauen. So. Ja, Fahne wäre gesetzt. Also nicht das Problem. Problem sehe ich jetzt gerade eher bei mir hier in der Höhle mit dem Orientierungssinn. Wie kommen wir hier wieder raus? Aber wenn hier sein. Also man könnte sich vielleicht hier sogar ein paar Schränke hinbauen. Das als Base nutzen. Ich gucke jetzt erstmal, ob man hier wieder vernünftig ohne Probleme rauskommt. Wie gesagt, so eine Höhle hier, so eine unterirdische, habe ich eigentlich insgesamt auch noch nicht gesehen. Ich finde es gerade eigentlich super interessant. Und ja doch, man scheint vernünftig rauszukommen. Also zumindest hier wieder Licht. Also man braucht hier auf jeden Fall definitiv Licht. Entweder Fackeln bauen und hier an die Wände anbringen oder halt eine Laterne mitnehmen. Zubauen kann man sich das Ganze natürlich auch. Ihr könnt natürlich einmal... Ja, jetzt habe ich natürlich den Fahnenradius nicht eingeblendet. Ach, habe ich nicht wieder. So. Wir gehen nochmal kurz runter. Möchte mir nochmal den Fahnenradius anzeigen lassen. Da ist die Fahne. Flaggenbereich einblenden. So, nochmal raus. Schauen uns das Ganze hier draußen nochmal genauer an. Vielleicht muss man hier auch einfach dann die Flagge ein bisschen umstellen oder so. Gut, ich kann gerade nicht mehr hüpfen, weil keine Energie mehr, keine Ausdauer mehr. Dann warten wir mal eben einen Moment. Ich werde mir jetzt auch mal eben das dritte Erfrischungsgetränk reindrücken. Oder das nächste, besser gesagt. Weil irgendwie kriege ich gerade meinen Wasserhaushalt nicht wirklich hoch. Und jetzt auf 34%. Gleich funktioniert's. Dose werfen wir weg. Ich weiß, Umweltverschmutzung. Klimaerwärmung. Insgesamt. Nachher haben wir Wasser in der Höhle stehen. Nee, Scherz beiseite. Jetzt wieder zu hell. Also.
Also man kann sich, wenn man die Fahne unten rein platziert, das Ding hier eigentlich drumherum einbauen. Ihr könnt natürlich auch ja, dann weitere Hütten bauen oder sonst was. Wäre alles machbar und ich denke mal, also die Höhle ist nicht wirklich leicht zu finden, weil ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es hier eine Höhle gibt. Vor allen Dingen nicht hier an den Steinen. Bin hier eben auch von der Richtung, glaube ich. Westliche Richtung, ja. Ich bin ja von hier unten irgendwo gekommen. Anscheinend schon mal dran vorbeigelaufen. Weil ich war hier vorne und habe es gar nicht gesehen. Wie gesagt, die Höhle ist eigentlich doch relativ nice. Wie gesagt, auch leicht zu übersehen. Befindet sich, wie gesagt, auch hier in, ja, an der Grenze zu Z0. Ihr habt die weiße Straße hier in der Nähe und auch die gelbe Straße. Und ja, gut, es ist zwar schon ein Stückchen hier bis zum Bunker oder bis zur Torpedofabrik oder bis zur Eisenbahnlinie. Aber ich denke mal, ist machbar. Und wenn ihr Interesse habt, ich weiß nicht, ob sie bei uns auf dem Server schon belegt ist. Wie gesagt, ich bin jetzt extra auf den Singleplayer gegangen, um nicht zu wissen, wer in welcher Höhle lebt und ob die Höhlen schon vergeben sind. Deshalb mache ich das so und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War heute halt auch nicht allzu lang. Möchte auch nicht, dass jetzt durch mein ganzes Gelaber in die Länge ziehen. Von daher hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen da und ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr und seht demnächst dann auch die weiteren, ja, Folgen mit den anderen ganzen Höhlen. Würde mich freuen, dass euch dann das nächste Mal wiederzusehen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, der Falli.